Theresa. Schwung aus meinem Bild. Was machst du denn hier? Ich muss dir was sagen. Ich muss doch gleich wieder los. Ich flieg doch weiter. Ja, ich weiß, aber ich wollte dir unbedingt ins Gesicht schauen, deine Augen sehen, wenn ich es dir sage. Wenn du mir was sagst. Ich bin schwanger. Bis morgen, Schatz. Nur noch der Flug nach Frankfurt, dann bin ich ganz früh wieder bei dir. Okay, ich lieb dich. Ich dich auch. Ja, den sehe ich. Da. Okay. Deiner Kleinen erzählst du, du fliegst nach Frankfurt, hä? Heute Nacht bist du fertig, das sage ich dir. Die Leiche zeigt 3 Schusswunden. 2 Schüsse offenbar während der Fahrt, linker Arm und Schulterstreifschuss. Dadurch Kontrollverlust und Unfall. 3. Schuss war tödlich. Wurde auf das stehende Auto von der Beifahrerseite. Du hast eine Mutter? Nee, die haben mich in einem Basecap gefunden.
denn das für eine Frage, Hans? Hast du etwa keine Mutter? Doch, natürlich, aber du hast überhaupt nie von... Na, ist auch egal. Was hat deine Mutter gesagt? Sie hat mich gefragt, ob mir bewusst sei, dass meine biologische Uhr tickt. Und bist du dir bewusst, dass sie tickt? Ja, ich bin mir sehr bewusst, dass sie tickt. Aber du weißt schon, dass zum Kinderkriegen auch ein Mann gehört, ja? Ach so? Sehr aufbauend, so früh am Morgen. Ich sag dir, deine Mutter hat recht, die biologische Uhr tickt und ehe dich versieße, sie abgelaufen. Ja, ich hab's kapiert, Hans. Kannst du jetzt vielleicht aufhören, in meine Wunde zu bohren? Morgen. Morgen. Morgen, wer ist der Tote? Keine Ahnung, ich bin ja auch gerade erst gekommen. Also zumindest gibt's keine Papiere oder sowas. Hier, das habe ich gefunden. Hat offensichtlich gestern Abend für 30 Minuten auf dem Flughafen geparkt. Nummernschilder? Ja, ja, das läuft. Sie ruft gleich zurück. Wer sie? Du weißt doch, dass sie da arbeitet. Was, wer arbeitet wo? Marie. Marie. Mann, jetzt stell dich nicht blöder, als du bist. Also die, sag mir mal die Autonummer, Marie. Da geht was zwischen euch, was? Da geht eine Menge zwischen uns. Vielleicht war unser Toter ja ein Fotograf. Oh, das ist ja mal ein Rohr. Da kannst du ja einer Fliege auf einen Kilometer in die Augen gucken. Irgendwelche Bilder drin? Die Speicherkarte ist weg. Gut, das heißt, dass der oder die Täter sich die Zeit genommen haben, das Auto zu untersuchen, ihnen die Papiere wegzunehmen und die Speicherkarte. Und was ist das hier? So ein Drive-by-Shooting. Was? Du meinst, das waren Amerikaner? Versteht doch kein Englisch. Die sind so vorbeigefahren und haben ihn durch die Scheibe erschossen. Also auf der Straße abgeschossen, Kontrolle verloren, Haltestelle mitgenommen und dann hier unten zum Stehen gekommen und der Täter kommt hinterher und nimmt sich die Speicherkarte aus der Kamera. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Dann noch ein Schuss von der anderen Seite. Guten Morgen. Ich bin Dr. Clemens Weber, ich vertrete Frau Dr. Dunkel. Morgen, Wolfer. Bremen. Berlin, was heißt Sie vertreten? Ja, für den Zeitraum der Hochzeit und der Hochzeitsreise, soweit ich weiß. Hochzeit? Wahrscheinlich war er nicht sofort tot. Er hat den Täter bemerkt, als er die Beifahrertür öffnete und dann den finalen Todesschuss von der Seite ins Herz bekommen. Das ist doch mal ein einfacher Fall. Er fotografiert jemanden am Flughafen, der mag das nicht, fährt hinterher und peng. Vor seinem Tod hat er offensichtlich noch Zeit gehabt. Was? Ist das eine Botschaft? Nach seinem letzten Gemälde sieht es jedenfalls nicht aus. Was soll das bedeuten? Unendlich. Was? Unendlich. Da guck da mal auf dem Objektiv, die liegende 8. Das ist das Entfernungszeichen für unendlich. Aha. Na, vielleicht war das ein Paparazzo. Mariechen. Ich kann mir jetzt auch was Besseres vorstellen. Ja. Meine Mariechen. Paparazzi haben auf jeden Fall eine Menge Feinde, oder? Schickst du mir als SMS, ja? Okay. Bisschen. Vielleicht war das auch einfach ein Spanner, ich meine, bei dem Objektiv. Das Opfer heißt Werner Zarkowski und er ist eingetragener Privatdetektiv. Adresse? Hat mir meine Süße alles geschickt. Danke, Küsschen. Neidisch? Ich nicht. Ja, ich bin neidisch. Sehr neidisch sogar. Ja, Marie, ich hab alles, was du willst. Süße, ich hab hier immer noch einen Mord. Na, ich muss jetzt auch auflegen. Ja, ich grüße Jenny von dir, Marie. Tschüss, ich dich auch. Schönen Gruß von Marie. Hier wohnt er? Ja. Wie ernst ist es denn? Ziemlich ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir so auf 7. 7? Ja. Weißt du, wie das ist bei den Frauen? Nee. Na, sie sagt, ihre biologische Uhr tickt. Bitte, wie alt ist sie denn? 28. Ha, ihre biologische Uhr tickt, dass ich nicht lache. Sagt sie. Volker, ihre biologische Uhr steht gerade mal auf 5:30. Was meinten Sie jetzt mit 5:30? 5:30? 5:30. Thank you.
Fällt dir mal die Stimme. Geh weg! Geh aus meinem Leben! Bitte! Polizei, Hände hoch! Nein! Sie sofort auf damit! Alles für sich alleine haben. Schaut sich doch mal um hier. So haust dieser alte Messi hier, ja? Ist ja ekelhaft. Aber mich macht er nicht fertig. Mich nicht. Nicht so. Mich ist so eine linke Tour. Was denn für eine linke Tour? Hier. Dieser Versling. Fotografiert hat er mich und Gerd. Immer und immer wieder. Ist ekelhaft. Erpressen will er mich. Hat er Sie beschattet? Ja. Okay. Wer sind Sie? Ich bin seine Frau. Sie sind wessen Frau? Ich bin seine Frau. Sie sind Werner Zarkowskis Ehefrau. Ja. Alles klar. Glaubst du, sie hat ihn umgebracht? Das wäre irgendwie zu einfach. Aber sie hat ein Motiv. Die leben getrennt, sie hat eine neue Liebe. Aber Zarkowski will das Sorgerecht fürs gemeinsame Kind. Bumm, Motiv. Der Typ ist seit 20 Jahren Detektiv. Die Schränke hier sind wahrscheinlich voll von Motiven. Da magst du recht haben. Oh Gott, wenn wir das hier alles durcharbeiten wollen, sind wir ja Jahre beschäftigt. Aber wir suchen nach etwas, was gar nicht mehr da ist. Nach seinem letzten Fall. Stimmt. Er war auf dem Flughafen und ist auf dem Weg zurück ermordet worden. Die Speicherkarte ist weg, weil da irgendwas drauf war, was niemand sehen sollte. Also was mache ich? Ich nehme die Papiere von dem Mann, finde heraus, dass er Privatdetektiv ist. Komme hierher zurück, um sicherzustellen, dass nicht noch irgendwas Belastendes hier rumfliegt. Was ich dann so schnell wie möglich vernichte. Ermordet. Man hat auf ihn geschossen. Das macht mich nicht wirklich traurig. Werner, er war ihr. Für mich und meinen Sohn war Werner die größte Belastung in unserem Leben. Ich bin sogar froh, dass er weg ist. Frau Zarkowski, haben Sie Ihren Mann ermordet? Ja. Drüber nachgedacht. Ich hätte es gern getan. Werner hat sein Leben nie auf die Reihe gekriegt. Hat immer davon geträumt, so ein großer, bedeutender Detektiv zu sein. Aber in Wahrheit wusste er nie, wo am Monatsende die Miete herkommt. Wusste nie, wie er seine Handyrechnung bezahlen sollte. Letzte Woche, ja, da hat er mich wieder angerufen. Hat gesagt, jetzt geht's aufwärts. Jetzt hat er den großen Auftrag. Was für ein Auftrag? Keine Ahnung. Im gleichen Atemzug hat er mich wieder angepöbelt. Dass er unseren Sohn haben will. Dass er alles dafür tun wird, mich als schlechte Mutter darzustellen. Entschuldigen Sie einen Moment, bitte. Ja, Bremen, was gibt's denn? Sag mal, ist die Zarkowski schon bei dir? Ja, ich bin gerade dabei, sie zu vernehmen, ja. Gut, dann frag sie doch mal bitte, wie sie ins Büro gekommen ist. Hat sie den Schlüssel dabei? Frau Zarkowski, wie sind Sie in das Büro Ihres Mannes gekommen? Hatten Sie einen Schlüssel? Ich habe doch keinen Schlüssel. Ich habe einen Hammer mitgebracht, um die Tür aufzubrechen. Aber die Tür stand offen. Sie stand offen. Sie stand offen. Hast du mitbekommen? Ja, habe ich mitgehört. Danke. Tschüss. Frag doch mal bitte, wann die KTU hier endlich aufschlägt. Ja?
machst du da? Hier. Hat mit seiner super-duper-mega-Kamera offensichtlich gespannt. Wo? Da drüben. Na, dann lass uns mal rübergehen. Kriminalpolizei. Doktor, Sie sind doch der Psychologe. Frau Berlin. Ihr kennt euch. Flüchtig. Rolf Bernstein? Ja, so heiße ich jetzt. So heißen Sie jetzt? Ist eine lange Geschichte. Was kann ich für Sie tun? Ihr Nachbar von gegenüber ist ermordet worden. Mein Nachbar? Ja, der Mann, der von seinem Büro aus direkt in Ihre Wohnung gucken kann. Ach, der Spanner. Genau der. Dürfen wir reinkommen? Oh, das ist gerade ganz ungünstig. Ist nächste Woche vielleicht besser? Ja, viel besser. Morgen geht auch. Nächste Woche. Was passiert jetzt mit mir? Ich kann Sie leider nicht... Verstehen Sie, Sie sind unsere einzige Verdächtige im Moment. Bitte, ich habe Werner nicht umgebracht. Ich glaube Ihnen das. Aber die Sachlage ist so. Sachlage? Was denn für eine Sachlage? Wären Sie bereit, jetzt den Leichnam Ihres Mannes zu identifizieren? Hat er immer wieder reingespannt. Ich habe ihm ein paar Mal gesagt, er soll den Mist lassen, aber... Und was ist das hier alles? Das ist ein Filmstudio. Das ist ein Filmstudio? Ja. Ich bin jetzt in die Filmbranche eingestiegen. Ist alles eingetragen, hat alles seine Richtigkeit. Ich bin Rolf Bernstein, der Filmproduzent. Rolf Bernstein, der Filmproduzent? Ja. Mal was anderes. Und was für Filme machen Sie hier? Rolf? Erwachsenen-Entertainment. Wer sind die Leute? Das sind Polizisten, Cora, Schätzchen. Machst du uns mal ein Käffchen? Hm? Pornos? Polizei? Aber wieso? Nee, Erwachsenen-Entertainment. Die haben den Spanner kalt gemacht. Wir drehen hier Pornofilme. Wer hat den kalt gemacht? Keine Ahnung, Schätzchen. Deshalb sind die Herrschaften ja hier. Porno, das hat so einen schlechten Beigeschmack, zu schmutzig. Deshalb nennen wir das jetzt Erwachsenen-Entertainment, so wie die Amis. Dann nehme ich an, das hier ist Cora und das... Ja, das ist Falco, einer meiner Darsteller. Ja, die beiden spielen die Hauptrollen in unserer Bürotrilogie. Bürotrilogie? Ja. The Office 1, 2 and 3, die Rolf-Bernstein-Bürotrilogie. Pornos. Ach, Frau Berlin... Das ist jetzt kompliziert. Ist ein hartes Geschäft. Frau Zakowski, ist das Ihr Mann? Ja. Ich möchte Sie bitten, sich in meinem Büro noch ein paar Fotos anzuschauen, bitte. Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Zakowski? Verhältnis. Der alte Spanner hat Bilder von unserer Arbeit gemacht und sie dann verkauft. Verkauft? An wen? Wir arbeiten zusammen mit Adult+.com. Also ich lade unseren Film hoch, frage, was sie davon halten und die lachen. Ja, weil sie den ganzen Film schon als Fotostory im Netz hatten. Die Fotostory, die Herr Zakowski von gegenüber gemacht hat? Ja, er hat uns fotografiert und dann alles sofort verdickt. Verstehe ich Sie jetzt richtig? Herr Zakowski hat Fotos von der Herstellung ihrer Pornos gemacht und sie dann an einen Internetanbieter verkauft? Ja, nicht an irgendeinen, sondern zufällig an meinen. Sonst wäre ich vielleicht nie darauf gekommen. Darüber waren Sie sicherlich nicht sehr erfreut. Überhaupt nicht. Also habe ich gesagt, wenn der uns fotografiert, fotografieren wir ihn. Am nächsten Tag haben wir gleich unser ganzes Büroset so vor das Fenster gestellt, dass er immer im Bild ist. Das ist die beste Methode, um einen Spanner vom Spannen abzuhalten. Er guckt, sieht, dass er selbst gefilmt wird und dann verschwindet er. Mal eine direkte Frage. Haben Sie Zakowski umgebracht? Meister, jetzt ist mal gut hier, ja? Ich mache hier Pornos, sonst nichts. Erwachsenen-Entertainment. Aber ein Motiv haben Sie. Was hab ich? Ein Motiv. Ich bring auch keinen um.
nicht. Nee, was soll das? Wann soll der gute Mann dann den Löffel abgegeben haben? Nachts, frühen Abend oder sowas. Da haben wir ja hart gearbeitet. Sehr hart gearbeitet, wenn Sie verstehen, was ich meine. An Ihrer Büro-Trilogie? Ja. Ich mache aus Cora den größten Star, den unsere Industrie je gesehen hat. Und Sie haben hier gedreht? Ja, bis heute Morgen um 5. Die große Tagungsteilnehmerszene. Was? Tagungsteilnehmerszene? Ja. Sag mal, Rolf, können wir nicht auch mal was mit Polizisten machen? Ja, warum eigentlich nicht? Hättet ihr nicht Lust? Hm? Ja, ihr kommt hier rein, seht, dass die Sekretärin schwer arbeitet. Dann holt ihr eure Handschellen raus und geht der Dame zur Hand. Klar. Nein, danke. Und du? Ich muss Sie bitten, beide bitten, morgen früh ins Präsidium zu kommen, um eine Aussage zu machen. Gerne. Wir beide in einem Verhörzimmer. Die anderen schauen durch die Spiegelscheibe zu. Ich brauche das ganze Material. Material? Ja. Alles, was hier gedreht worden ist, zwischen 20 Uhr und heute Morgen. Alles. Stellen Sie das doch da auf der Seite ab. Entschuldigen Sie das Chaos. Ich würde Sie bitten, sich diese Fotos mal genau anzuschauen, ob Ihnen irgendwas auffällt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, wirklich nicht. Diese Cora hat dich ja ganz schön aus dem Konzept gebracht. Überhaupt nicht. Ich habe die einfach nur ganz genau im Auge behalten, damit mir nicht die kleinste Regung entgeht. Ich hab's gemerkt. Wirklich, das war rein professionell. Mhm. Cora gehört durchaus zu den Verdächtigen. Sicher. Weißt du noch, was der Zarkowski ans Auto gemalt hat? Hm. Hä? Die liegende 8. Oh, nee. Ja, okay, dann wäre ich ja auch verdächtig. Ja, du und 42 Millionen andere Frauen. Wie lange sind Sie mit Ihrem jetzigen Lebensgefährten zusammen? In Zarkowskis Büro. Hm. Überleg doch mal. Du bringst Zarkowski um, nimmst ihm alles ab, was irgendwie auf dich hinweisen könnte. Und dann gehst du natürlich auch noch mal in sein Büro. Büro, weil du ja gucken musst, ob es da noch irgendwas gibt, was auf dich schließen lässt. Genau. Fotos, Akten. Irgendwie muss Zarkowski doch auch eine Buchführung gehabt haben. Aufträge festgehalten haben. Weil wir Glück haben. Dann haben unsere Pornofreunde, unseren Einbrecher, beziehungsweise den Mörder auf frischer Tat gefilmt. Yep. Zum Todeszeitpunkt kann ich noch keine genauen Angaben machen. Ich bin gerade erst dabei, die Untersuchungsergebnisse auszuwerten. Tja, ich fürchte, dann wirst du dir das ganze Filmmaterial anschauen müssen. Was denn für ein Filmmaterial? Ach, ich dachte, wir schlagen hier auf und Sie sagen uns, wer den Mann umgebracht hat. Ja, so einfach ist das auch wieder nicht. Hätte doch sein können. Ja, dann gucke ich ihm 9 Stunden Porno. Mach dir doch einen schönen Abend mit Mariechen. Sehr witzig. Ich denke, ich weiß, wer das Zeugs lieber sehen möchte. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Die Waffe. War eine Glock 38. Es war einfach, das rauszufinden. Die haben für die Glock 38 eine eigene Patrone entwickelt. Eine, die kürzer und dünner ist, damit mehr Patronen ins Magazin passen. Kaliber 45 GAP. GAP? Glock?
Automatic Pistol. Extra kurz, eigenes Kaliber. Gibt sie bei uns zu kaufen? Eigentlich weniger. Sie wird hauptsächlich in den USA verwendet. Dankeschön. Mhm. Sonst noch was? Wissen Sie, wen Frau Dr. Dunkel geheiratet hat? Nein, ich kenne sie nur beruflich, nicht privat. Privat? Ja, Privatleben. Schon mal von gehört? Das ist das, was zwischen abends, wenn Sie während eines ungeklärten Falls nach Hause kommen, und morgens, wenn Sie wieder zur Arbeit gehen, stattfinden sollte. Dankeschön. Und du hast sie wirklich gehen lassen? Sie war es nicht, Jenny, glaub mir. Ja, ja, die Frau steht mächtig unter Druck. Prügel, Erpressung, Drohung, Anwälte, jede Menge Sorgerechtsstreitigkeiten. Aber zur Mörderin hat sie das trotzdem nicht. Naja, das wissen wir jetzt mit einem einzigen Blick in die Augen, ja? Das hat mit Blicken überhaupt nichts zu tun. Im Fachjargon nennt man sowas Diensterfahrung. Volker, da sollst du hingucken. Du darfst keine Sekunde verpassen. Ja, schon klar. Ich denke, das wäre doch eher ein Job für einen Kollegen mit Adlerblick und untrüglicher Polizeiintelligenz. Ein Kollege mit jahrzehntelanger Diensterfahrung. Ist ja erstaunlich, wie viel Verstand in so einen kleinen Kopf passt. So, dann lass mich mal. Männer. Frauen. Also pass auf, das hinten ist das Fenster vom Büro von Zarkowski. Das interessiert uns. Schon klar. Die legende 8 hier unten interessiert uns überhaupt nicht. Na ja, gut, also. Ja, könnt ihr mich bitte mal in Ruhe lassen, ja? Ich muss arbeiten. Was machen wir jetzt damit? Mit dem Zeug aus Zarkowskis Büro? Handschuhe anziehen und durchwühlen. Mach's mal leise. Mariechen! Nee. Wird doch wieder später. Ja. Es handelt sich immer noch um einen Mordfall. Das ist jetzt kein Fahrraddiebstahl oder sowas, wo ich dann ganz schnell. Nee. Marie, ich kann nicht einfach Feierabend machen, weil ich Lust habe. Wenn du an so einem Punkt dran bist, dann. Das habe ich dir aber schon tausendmal erzählt. Tut mir leid, ich muss auflegen. Tschüss. Wie war das nochmal? Unendlich? Eine liegende 8 oder aber? Das Logo von Juwelier Kosen. Guten Tag, die Dame. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Berlin, Kripo Hamburg. Das ist mein Kollege Brehm. Küsst die Hand. Wir würden gerne ein Mitglied der Familie Kosen sprechen. Ja, leider ist der Herr Kosen wegen Krankheit nicht im Hause. Nur seine Tochter ist hier. Na, das ist doch was. Dann würden wir gerne Frau Kosen sprechen. Fräulein Kosen. Dann nehmen wir das Fräulein. Bitte folgen Sie mir. Fräulein Kosen? Frau Müller? Die Herrschaften sind von der Polizei. Aha. Ich bin dann wieder im Laden. Theresa Kosen, hallo. Guten Tag, Jenny Berlin. Das ist mein Kollege Brehm. Hallo. Tag. Was kann ich für Sie tun? Tja, das ist jetzt. Ich versuch's mal von vorne. Wir haben heute Morgen eine Leiche gefunden. Sie brauchen nicht zu erschrecken, es ist wohl niemand aus Ihrer Familie. Oh Gott. Was erzählen Sie mir da? Wir gehen gerade verschiedenen Spuren nach und... Und? Naja, das Opfer hat kurz vor dem Tod mit seinem eigenen Blut ein Zeichen an die Scheibe seines Wagens gemalt. Und zwar eine liegende 8. Das Logo Ihrer Firma. Eine liegende 8. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Das haben wir nämlich in den Unterlagen von Zarkowski gefunden. Zarkowski? Bernhard Zarkowski, so hieß das Opfer. Privatdetektiv. Genau. Deswegen muss ich Sie bitten, einen genauen Blick auf dieses Foto zu werfen. Ist das der Tote? Mhm. Den habe ich noch nie gesehen. Wenn ich Sie nun bitten dürfte, zu gehen. Sind Sie die Geschäftsführerin? Ich bin... Nein. Ja,
Eines Tages vielleicht schon, aber nein. Mein Vater ist der Geschäftsführer. Wo finden wir Ihren Vater? Er ist zu Hause, nehme ich an. Ich liebe meinen Job. Wie bitte? Immer wenn ich sowas sehe, wird mir klar, dass ich mir das nie werde leisten können. Tja, falscher Beruf, würde ich sagen. Ja, genau, deswegen sage ich mir immer, ich liebe meinen Job. Wenn es hilft. Ich liebe meinen Job. Herr Kosen, die Herrschaften von der Polizei. Ach, ja. Kommen Sie. Meine Tochter hat Sie bereits angekündigt. Sie sagte, es handelt sich um Mord. Bernhard Kosen. Berlin, Kripo. Berlin? Nicht Hamburg? Mein Name ist Berlin. Jenny Berlin. Entschuldigung. Kein Problem. Es ist mein Kollege Brehm. Fritzi, bringen Sie uns auch bitte noch einen Eistee. Mhm. Eistee? Gerne. Ich kenne diesen Mann. Es ist Werner Zarkowski. Privatdetektiv. Er hat für mich gearbeitet. In welcher Angelegenheit? Es gibt einen guten Grund, warum ich Herrn Zarkowski beauftragt habe und nicht die Polizei. Was wäre das für ein Grund? Sie untersuchen den Mord an Herrn Zarkowski. Können Sie mir versprechen, alles, was nichts mit dem Mord zu tun hat, verschwiegen zu behandeln? Es kommt darauf an, Herr Kosen. Herr Zarkowski hat kurz vor seinem Tod das Logo Ihrer Firma mit seinem eigenen Blut an die Windschutzscheibe seines Wagens gemalt. Warum das? Was genau hat Herr Zarkowski für Sie getan? Sehen Sie, unsere Firma Juwelier Kosen ist eines der ältesten Juweliergeschäfte Hamburgs. Mein Großvater hat es 1835 gegründet. Mein Vater war Juwelier vor dem Krieg und auch danach. Und selbst ein Krieg konnte unserem Geschäft nichts anhaben. Das ist bemerkenswert, Herr Kosen. Es bringt uns aber nicht weiter. Heute, Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Juwelier zu sein in diesen Zeiten ist nicht einfach. Und seinen guten Ruf aufrechtzuerhalten ist recht nicht. Es geht der Firma Kosen nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir stehen für Qualität. Für gute, echte Qualität. Ich würde ganz gerne noch mal auf Herrn Zarkowski. Sie müssen das verstehen. Wir haben Kunden auf der ganzen Welt. Und sie kaufen bei uns, weil sie unsere Qualität und Diskretion schätzen. Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf von einem sehr prominenten Kunden. Er hatte bei uns ein Collier im Wert von 320.000 Euro gekauft. Bitte. Und der Kunde rief mich an, weil er sein Geld zurückhaben wollte. Warum? Nun, er hat den Versuch unternommen, dieses Collier weiterzuverkaufen. Aber ein Experte hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Collier nicht echt sei. Nicht echt? Die Steine. Sehen Sie, seit einigen Jahren haben wir es mit extrem guten, wesentlich billigeren sogenannten synthetischen Diamanten zu tun. Die können Sie nicht von den echten unterscheiden. Und das Collier, das Sie verkauft haben, war mit diesen synthetischen Steinen besetzt? Taubenblutrubine. Und das haben Sie nicht bemerkt? Das Collier wurde nicht von uns hergestellt. Ich habe es selbst angekauft. Ich habe es gründlich untersucht und ich bin mir absolut sicher, dass es echt war. Aber als wir es dann verkauft hatten. Das heißt, irgendjemand in Ihrer Firma muss diese Steine ausgetauscht haben. Das ist nicht ganz so einfach. Sehen Sie, wir Juweliere sind extrem daran interessiert, dass der Handel mit synthetischen Steinen kontrolliert wird. Genauso wie wir uns eingesetzt haben, dass keine Krisendiamanten mehr gehandelt werden. Sie werden hier in Deutschland nicht so einfach eine größere Anzahl synthetischer Steine bekommen können, ohne sich als Käufer registrieren zu lassen. Wer weiß von dieser Geschichte? Niemand. Ich, Sie jetzt und Zarkowski. Nachdem ich jetzt angehende Expertin in Diamantenkunde bin,
Welchen Auftrag hatte Werner Zarkowski? Ich habe Werner Zarkowski damit beauftragt, meinen angehenden Schwiegersohn Kai Jensen zu überwachen, weil ich ihn im Verdacht hatte, synthetische Diamanten aus dem Ausland ins Land zu schmuggeln. Mensch, Kai, kommst du heute mal mit? Bei Wolfgang steigt wieder eine Riesenparty. Nee, danke, Vivi, ich muss sicher. Hab noch was vor. Die große Liebe? Ja, die große Liebe. Schade. Keine Schmuggelware. Und? Der Kollege auch was zu verzollen? Bitte? Na, die Kollegin hier hat ganz bereitwillig ihre geschmuggelte Dessous-Kollektion hergezeigt. Gerne auch eine Leibesvisitation erzählen. Ja, ich schmuggel auch. Internationaler Tierschmuggel. Na, das ist mal was. Ach, sowas gefällt euch also, ja? Ja, Jenny. Hans, wo hast denn du deine Hände? Frau Berlin, ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter. Etwas Abstand, bitte, ja? Jawohl, Herr Wolfer. Sag mal, hast du schon was im Fenster hinter dem Porno entdeckt? Nein, noch nicht. Aber da ich hier das Rohmaterial sehe, bin ich inzwischen Experte für Pornofilm-Terminologie. Also die Cora zum Beispiel... Okay, hier mal eine Abwechslung. Du müsstest mal den Background der Firma Kosen recherchieren. Wirtschaftliche Lage, familiäre Hintergründe, alles sowas. Haben wir da etwa in ein Wespennest gestorben? Sieht ganz so aus. Aha. Und was macht ihr jetzt? Wir besuchen noch mal das Fräulein Kosen bei sich zu Hause. Super. Ich liebe meinen Job. Sie schon wieder. Was gibt's denn noch? Jensen? Ja, natürlich, das habe ich Ihnen auch gesagt. Hm? Himmel, Herrgott, Mama, wann hören Sie denn endlich auf damit? Ich tue doch, was Sie sagen, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Hallo? Ihr Vater hat den Toten gekannt. Tatsächlich? Und? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Der Tote war ein Privatdetektiv, den Ihr Vater engagiert hat, um herauszufinden, wer im Umfeld der Firma Kosen synthetische Diamanten ins Land bringt. Bitte? Ihr Vater glaubt, dass Ihr Verlobter, Herr Jens? Kai. Kai Jensen. Kai Jensen, genau. Dass Ihr Verlobter, Herr Kai Jensen, mit dem Transport dieser Diamanten zu tun hat. Ich fasse es nicht. Wissen Sie, warum mein Vater das tut? Das hat überhaupt nichts mit Diamanten zu tun. Es geht um Kai. Der passt seiner Meinung nach nicht in diese Familie, in diese edle, große Kosen-Dynastie. Da passt so ein einfacher, schnöder Flugbegleiter natürlich nicht hinein. Mein Vater, der konnte Kai noch nie leiden. Aber ich frage Sie, warum sollte Kai so etwas tun? Warum sollte er synthetische Diamanten? Warum schickt Ihr Vater einen Privatdetektiv hinter ihm her? Um irgendwelche schmutzigen Details zutage zu fördern? Irgendetwas, um mich und Kai auseinanderzubringen.
Hallo. Tag. Herr Jensen, nehme ich an? Ja. Bremen, wir sind von der Kripo Hamburg. Berlin. Alles in Ordnung, Theresa. Mein sauberer Vater hat einen Privatdetektiv auf dich angesetzt. Und dieser besagte Privatdetektiv, Werner Zarkowski, wurde heute Morgen ermordet aufgefunden. Wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass er gestern Abend noch am Hamburger Flughafen war, bevor er umgebracht wurde. Mein Vater glaubt, dass du illegal synthetische Diamanten ins Land bringst. Wobei uns das momentan nur in zweiter Linie interessiert. In erster Linie suchen wir den Mörder von Werner Zarkowski. Und was machen Sie dann hier? Glauben Sie etwa, wir hätten was mit dem Mord zu tun? Waren Sie gestern Abend am Flughafen, so zwischen 20 und 22 Uhr? Das ist, wenn Sie so wollen, mein Arbeitsplatz. Ich bin Flugbegleiter. Ich war gestern Abend auch auf dem Flughafen und habe Kai zwischen zwei Flügen besucht. Besucht? Haben Sie ihm was zu essen vorbeigebracht? Ich bin schwanger. Das wollte ich ihm persönlich sagen, nicht übers Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Und Sie sind dann weiter? Ja, ich hatte noch einen Flug nach Frankfurt und dann heute Morgen weiter. Und Sie, was haben Sie gemacht, nachdem Ihr Freund wieder in den Flieger gestiegen ist? Ich bin nach Hause gefahren. Sofort nach Hause gefahren. Sie sind nur zum Flughafen gefahren, um Ihrem Freund zu sagen, dass Sie schwanger sind? Und wo kommen Sie jetzt her? Es gab Verschiebungen in den Flugplänen. Ich war dann noch in Istanbul. Da komme ich jetzt auch her, Istanbul. Das hört sich doch gut an. Da brauchen Sie doch nicht so ängstlich zu gucken. Sie haben ein Alibi, super. Das lässt sich ja überprüfen. Besitzen Sie eine Waffe, Frau Kosen? Bitte? Was ist denn das für eine Frage? Eine ganz einfache Frage. Besitzen Sie eine Waffe? Nein. Was ist in der Tüte? Dürfen Sie das? Wir dürfen das. Es geht um Mord. Sie sind involviert. Wir sind von der Kripo. Was ist in der Tüte? Ein Geschenk. Für unser Kind. Was ist los? Warum brichst du plötzlich ab? Glaubst du, dass einer von den beiden der Mörder ist? Jeder kann Mörder sein. Das ist so ein kleiner Draht im Hirn. Der macht nur Flip und schon ein bisschen... Ja, ja. Und außerdem... Die liegende Acht. Nee, ich hatte gerade eine super Idee. Sag. Eine schöne altmodische Überwachung. Denn nehmen wir an, der alte Kosen hat recht und Kai Jensen bringt tatsächlich die falschen Diamanten ins Land. Dann wären wir ganz schön blöd, ihn jetzt festzunehmen. Wir suchen doch eigentlich nach dem Mörder von Zarkowski. Die Unannehmlichkeiten, wenn du mit einer Kollegin zusammenarbeitest, die kein Privatleben hat. Aber es wird Zeit, dass sich da langsam mal was ändert, oder? Zarkowski hat vom alten Kosen den Auftrag bekommen, Kai Jensen zu beschatten. Und diesen Auftrag finden wir jetzt einfach zu Ende. Das hat Zarkowskis Leben gekostet. Ja, aber wenn wir genau das Gleiche tun wie Zarkowski, könnten wir vielleicht den Mörder finden. Was machst du? Ich will nur schnell duschen, bin gleich wieder bei dir.
Ja, da kommt Wolfer. Hallo! Na, endlich was zu essen. Erst die Dame. Danke. Was ist denn hier für eine Grabesstimmung? Ich habe der Kollegin lediglich mitgeteilt, dass ich ein funktionierendes Privatleben habe. Können wir vielleicht das Thema wechseln? Gut, reden wir doch über Pornos. Also, ich bin durch die ersten 4 Stunden durch, bisher ohne Ergebnis. Jedenfalls, was das Fenster zum Hof anbelangt. Allerdings, was diese Kur betrifft. 4 Stunden? Das heißt, vor Mitternacht war niemand im Büro? Genau. Frage ist natürlich, ob überhaupt jemand da war. Immerhin steckte der Schlüssel von Zarkowski. Ja, stimmt. So, jetzt mal zu unserer sauberen Familie Kosen. Denen geht's finanziell im Moment tatsächlich nicht so gut. Ich bin noch nicht sehr weit mit der Recherche, aber sieht so aus, als ob der Laden kurz vor dem Konkurs steht. Naja, sowas Ähnliches hat uns der alte Kosen auch durch die Blume mitgeteilt. Na, siehste. So, seine Frau ist vor 5 Jahren bei einem Feuer in deren italienischen Ferienhaus ums Leben gekommen. Die war da alleine mit ihren beiden Kindern. Der alte Kosen... Kindern? Wieso Kindern? Ich dachte, die hatten nur die Tochter. Ja. So, das ist jetzt echt abgefahren. Sein Sohn Philipp, 29. Bester Absolvent seines Schweizer Elite-Internats. Ausbildung zum Goldschmied, BWL-Studium in Oxford. Kommt vor 3 Jahren zurück und allen ist natürlich klar, dass der den Laden seines Vaters übernimmt. Hm? Aber? Aber? Also das ist jetzt alles Kram, den ich noch schnell aus den anderen Abteilungen zusammengesucht habe. Aber das macht's doch nicht so spannend. Okay, also, der kommt vor 3 Jahren zurück und versinkt prompt im Hamburger Drogensumpf. Was nicht so ungewöhnlich ist für einen Zögling aus gutem Haus. Naja, in gewisser Weise schon. Ich meine, diese Juweliersfamilien sind ja mehr oder weniger wie Königshäuser. Der Alte versucht also alles, um seinen Sohn wieder rauszuholen, aber nichts funktioniert. Was auch nicht so ungewöhnlich ist. Aber jetzt ratet mal, wo dieser Philipp im Moment ist. Sag. Der alte Kosen hat eins seiner Häuser komplett umgebaut. Ja, wie umgebaut? Zu einer Privatklinik. Und einziger Patient, Philipp Kosen. Der lebt da mit einer Krankenschwester und einem Bodyguard. Na ja, dann fahren wir da morgen früh mal vorbei und schauen nach dem Rechten. Was habe ich gesagt? Ist das euer Flugbegleiter? Mhm. Jenny hatte mal wieder den richtigen Riecher. Was heißt der Riecher? Das ist jahrelange Diensterfahrung. So, wo will der jetzt noch hin? Vielleicht will er ja bloß was einkaufen. Das würde mich freuen, dann hätte ich endlich mal pünktlich Feierabend. Ich denke, du liebst deinen Job. Tue ich auch. Zwischen 9 und 17 Uhr. Wollen wir Verstärkung anfordern? Nein, Hans, komm, das kriegen wir schon hin. Wir sind zu dritt. Und vielleicht will er ja wirklich nur einkaufen. Den Wagen, okay? Das ist ein Einkaufszentrum. Was soll der schon groß machen hier?
Ja? Telefoniert. Was? Wo denn? Geh du ihm nach, dich kennt er noch nicht. Bleiben wir in Kontakt? Ruf mich auf dem Handy an. Hörst du mich? Ja, hör dich. Ich bin über in der ersten Etage, ich kann ihn sehen. Verstehe. Was macht er denn da? Was ist denn in der Schachtel? Kannst du das sehen? Sehe ich nicht, weiß ich nicht. Ja, warte mal, das ist so ein In-Ear-Ding, so ein Funk. Von wegen Einkaufen. Aha. Aber mit wem spricht er? Warte mal. Volker? Ja, was steckt denn jetzt? Komm einfach gerade durch, wir sind hier hin. Okay. Scheiße. Wo sind denn die jetzt? Das gibt's doch nicht. Jenny? Hey, Jenny? Mist. Geh zurück! Was? Geh zurück! Ja? Pass auf. Er kommt direkt auf dich zu. Ja, er kommt direkt in deine Richtung. Volker? Volker! Marie, was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ich kaufe Schuhe. Was machst du hier? Mariechen, wir sind hier mitten in einer Beschattungsaktion. Im Einkaufszentrum? Ja, im Einkaufszentrum. Weißt du, wenn du nicht mit mir zusammen sein willst, dann sag's mir einfach. Was soll das denn jetzt? Du verstehst das völlig falsch. Nee, ich verstehe das vollkommen richtig. Besser noch als dieses Rumgestotter am Telefon. Mariechen, ich habe keine Zeit. Mariechen, ich muss arbeiten. Mariechen, es geht um Mord. Hallo? Hallo? Ich bin da. Hier. Das muss aufhören, verstanden? Der Scheiß muss aufhören. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich dachte, das wären Diamanten, aber das sind ja Fake-Steine, synthetische Steine. Wo ist der? Sie, siehst du meine Kollegen, glaubst du mir jetzt? Ich weiß nicht. Ich kam hier an, da stand sie. Ich konnte ihm noch nicht direkt in die Augen gucken. Hallo, Marie. Hallo. Pass auf, wir machen es so. Wir trennen uns wieder. Du gehst da entlang und ich gehe da hoch. Hm. Lass mich einfach so stehen. Das hat er sicher nicht böse gemeint. Das ist halt Polizeiarbeit. Männer. Ja, ich halte dann hier mal die Stellung. Ich mach bei dieser Scheiße nicht mehr mit, hören Sie? Ach komm,
Schluss jetzt mit den Drogen. Ich will nicht mehr. Die Bullen sind mir auf den Fersen. Ich habe die Schnauze voll, kapiert? Wollen Sie mir etwa immer weiter drohen? Kommt mit einer Person- und Kfz-Fahndung nach Schusswechsel im EKZ Nord. Fluchtfahrzeug ist ein dunkler Kleinwagen, Fabrikat unbekannt. Achtung, der Täter ist bewaffnet. Herr Jensen? Ja. Wer war der Mann? Kai, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Sie sagen mir jetzt besser, was Sie in diesem Einkaufszentrum zu suchen hatten und mit wem Sie sich getroffen haben. Darf ich Sie kurz alleine sprechen? Aber Kai, ich... Würden Sie uns bitte alleine lassen, Frau... Fräulein Kosen? Theresa. Bitte. Der Mann sagt, er wird Theresa töten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Seit 4 Jahren, seit ich mit Theresa zusammen bin, schmuggle ich Diamanten für diesen Mann. Den Sie noch nie gesehen haben? Richtig. Blödsinn. Es begann in Istanbul. Ich war da in einem Hotel, als mein Telefon klingelte und diese Stimme sagte, ich solle tun, was er von mir verlangt, sonst müsste Theresa sterben. Und weil Sie so ein netter Mensch sind, haben Sie ihm das einfach geglaubt? Ich war in Istanbul, der Mann offensichtlich in Hamburg. Er beschrieb mir, was Theresa anhatte und was sie gerade in unserer Wohnung tat. Ich habe Theresa angerufen und ja, der Mann wusste Bescheid. Und das hat Ihnen genügt? Von da ab haben Sie fleißig Diamanten für einen Unbekannten geschmuggelt? Habe ich nicht. Ich habe mich geweigert. Ich bin nach Hause gefahren, habe Theresa nichts erzählt und den Anruf ignoriert. Erzählen Sie mir keine Märchen. Wenig später kam Theresa von einem Spaziergang mit unserem Hund zurück. Das heißt, sie kam ohne unseren Hund zurück. Und was war mit dem Hund? Das wussten wir nicht. Er war, während Theresa mit ihm unterwegs war, einfach in den Wald gelaufen und nicht mehr zurückgekommen. Und? Abends bekam ich einen Anruf. Der Mann aus Istanbul. Er sagte, ich soll in die Garage gehen. Und da war er, unser Hund. Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten und in unserer Garage aufgehängt. Alles noch. Ja. Das hast du gehört? Alles okay. Ich habe den Porno nicht zu Ende gesehen. Was? Du hast den Porno nicht zu Ende gesehen? Du musst den Porno gucken. Ist wichtig. Ja, verstanden. Ich
Ich gucke ihn zu Ende, mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Theresa weiß darüber nichts. Ich habe ihr nie etwas erzählt. Sie hatte gerade diese schlimme Entführung hinter sich. Was für eine Entführung? Niemand spricht darüber, nicht in einer Familie wie Kosen. Worüber spricht niemand? Sie sind doch Polizistin. Sie wissen doch sicher, dass es von Zeit zu Zeit Entführungen gibt, bei denen die Familie nicht die Polizei einschalten, sondern wo die Entführung innerhalb der Familie gehandelt wird. Okay, nochmal. Theresa Kosen wurde entführt? Ja. Aber bitte Sie, dürfen Sie nicht darauf ansprechen. Fragen Sie Ihren Vater, aber Theresa ist so ein zartes Wesen. Sie hat das nie richtig verarbeitet. Selbst ich. Ich weiß bis heute nicht genau, was damals passiert ist. Alles gut. Wolfer ist über den Berg. Tut mir leid, Ihrem Kollegen. Es geht ihm schon wieder viel besser, danke. Herr Kosen, Sie hatten recht. Ihr Schwiegersohn hat tatsächlich synthetische Diamanten ins Land gebracht. Nein. Doch. Aber er behauptet, keine Ahnung zu haben, für wen er das getan hat. Für wen auch immer. Derjenige hat offensichtlich ein Interesse daran, unsere Firma in den Ruin zu treiben. Wer könnte das sein? Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir glauben, dass, wenn wir diesen Unbekannten gefunden haben, wir auch den Mörder von Werner Zakowski finden. Was hast du der Polizistin erzählt? Die Wahrheit. Welche Wahrheit? Was meinst du? Was hast du ihr erzählt? Es gibt ja was, das du nicht weißt. Was hast du der Polizei erzählt? Ihre Tochter wurde vor 5 Jahren Opfer einer Entführung. Bitte? Woher wissen Sie das? Kai Jensen hat mir davon erzählt. Nichts nutzt. Das war alles nicht so schlimm wie meine Frau. Gott hab sie selig. Theresa oder Herr Jensen es nun auslegen. Was meinen Sie mit nicht so schlimm? Sie wurde entführt. Ja, sie war 6 Wochen in den Händen der Entführer. Ich habe damals reagiert, wie man eben so reagiert, wenn man einen solchen Anruf bekommt. Keine Polizei. Lösegeld. Was glauben Sie, wie viele Entführungen ohne Ihren Einsatz geregelt werden? Und Sie haben damals tatsächlich zu keinem Zeitpunkt die Polizei eingeschaltet? Natürlich nicht. Die Entführer wollten es so. Und Sie wollten keine zusätzliche Aufmerksamkeit durch die Polizei. Genau. Und wie Sie sehen, haben wir das auch ohne Ihre Hilfe glücklich geregelt. Glücklich? Ja, Theresa lebt. Oder? Ich würde gerne Ihren Sohn sprechen. Philipp? Ja, Philipp. Er hat nichts damit zu tun. Davon würde ich mich gerne selbst überzeugen. Wirklich? Das wäre wichtig. Auf Wiedersehen. 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 Was mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Was ist eigentlich mit Ihrem Bein passiert? Oh, ich fuhr jeden Morgen mit dem Fahrrad um die Alster. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sich mein Vorderrad selbstständig gemacht. Hätte ich nicht diesen blöden Helm getragen, ich hasse diese Helme, dann hätte es noch viel schlimmer ausgehen können.
kann ich für Sie tun? Kriminalpolizei Hamburg, öffnen Sie bitte die Tür. Was wollen Sie? Ich will, dass Sie die Türe öffnen. Mein Name ist Ebert. Ich arbeite hier im Auftrag von Bernhard Kosen. Ich weiß. Ich würde gerne Philipp Kosen sprechen. Wer ist das, Frau Ebert? Die Dame ist von der Polizei. Und wer sind Sie? Frank Römer. Ich habe hier die Aufsicht, wenn Sie so wollen. Sie arbeiten beide in diesem Haus? Ja. Und Sie tun was? Wir sind, wenn Sie so wollen, ein privates Krankenhaus. Ein sehr privates Krankenhaus. Es gibt nur einen Patienten. Philipp Kosen. Ja, richtig. Sein Vater hat sozusagen ein privates Methadonprogramm ins Leben gerufen, um seinen Sohn vom Heroin wegzubringen. Gut, ich würde jetzt wirklich gerne den Patienten sprechen. Da müsste ich erst Herrn Kose fragen. Tun Sie das. Sie kennen uns nicht von irgendwo. Nicht, dass ich wüsste. Was für eine Waffe tragen Sie? Glock 38. Ich habe sogar einen Waffenschein. Kaliber 45 GAP. Sie kennen sich aus. Tragen fast alle Personenschützer. Was hätte ich denn tun sollen? Es ist besser, wenn die Polizei Bescheid weiß. Glaub mir. Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung? Wovon keine Ahnung? Und wie lange gibt es dieses Haus schon? Seit 18 Monaten gibt es dieses Haus. Seit circa 6 Monaten bin ich hier. Seitdem haben wir die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Welche Sicherheitsvorkehrungen? Die Kotflügel, die Gitter vor den Fenstern und so weiter. Das haben wir alles vor 6 Monaten einbauen lassen. Aus welchem Grund? Weil es mit Philipp einfach nicht besser geworden ist. Selbst nach 18 Monaten Methadon ist die Sucht einfach nicht in den Griff zu bekommen. Warum nicht? Was läuft denn da schief? Wenn Sie mich fragen. Irgendwie kommt der Junge nach wie vor an Heroin. Frau Eber, das haben wir doch schon ausdiskutiert. Das ist völlig unmöglich. Ich habe 20 Jahre im Drogenentzug gearbeitet. So was ist mir noch nie vorgekommen. Ah, ja. Gehen Sie bitte sorgsam mit dem Jungen um. Er ist sehr empfindsam. Ich würde gerne alleine mit Herrn Kosen sprechen. Das kann ich nicht zulassen. Das werden Sie wohl müssen. Verdammte Bullen. Wenn Sie raus wollen, müssen Sie klingeln. Mit dem roten Knopf. Philipp? Kann ich mit Ihnen sprechen? Wenn Sie nicht von mir erwarten, dass... Wer sind Sie? Mein Name ist Jenny Berlin. Ich bin von der Kriminalpolizei Hamburg. Oh,
Ich hab die Mama nicht umgebracht. Das Feuer, ich war das nicht. Ich war das nicht, wirklich. Ich könnte das nicht. Niemals. Ich hab die Mama nicht umgebracht. Wer hat denn die Mama umgebracht? Die Mama? Die Mama ist tot. Die Mama kommt nicht wieder. Niemals. Wer hat denn die Mama umgebracht? Ja, das ist eine blöde Frage. Blöder Unfall. Das ist ein Feuer. Blödes Feuer. Blöder Unfall. Was willst du, Bulle? Ich bin hier, weil ich einen Verdacht hatte. Ich dachte, dass du eventuell an einem Diamantenschmuggel beteiligt bist. Aber jetzt, wo ich dich sehe, glaube ich... Taubenblutrubin. Es hilft bei Depressionen, Trauer, Melancholie. Der Taubenblutrubin fördert Lebenskraft und Selbstbewusstsein, innere Ruhe. Der hat wirklich all diese Eigenschaften. Ja. Wenn er mit Sonne aufgeladen wird. Mit Morgensonne. Theresa holt ihn jeden Abend ab. Und dann bringt sie ihn tagsüber wieder her. Vollgetankt mit Morgensonne. Theresa besucht dich hier jeden Tag? Arme Theresa. Theresa! Was ist denn bloß los? Können wir nicht wenigstens miteinander reden? Theresa! Jetzt wird alles gut. Ja, jetzt wird alles gut. Hörst du mich? Ich brauche Hilfe. Hast du keinen Empfang? Ich verstehe dich nicht. Volker, ich brauche Hilfe, verdammt. Ich bin im Haus bei Philipp Kosen. Wohin fahren wir denn? Wirst du schon sehen, steig ein. Ja,
Theresa, ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Steig ein. Aber steig verdammt noch mal in den Wagen ein und hör auf, bescheuerte Fragen zu stellen. Vorsicht, wir schießen. Jetzt geht das Ding gar nicht mehr auf. Naja, schon klar. Geht doch. Jenny! Wer ist das? Das war Frau Ebert, die private Krankenschwester. Ich weiß, wer in der Mordnacht in Zarkowskis Büro war. Theresa Kosen. Aber wieso die Kosen? Und wer hat das getan? Frank Römer. Ich wusste, dass er mir bekannt vorkam. Ja, natürlich. Den habe ich doch... Aua, warte mal. Den habe ich doch damals festgenommen, wegen räuberischer Erpressung. Genau. Es scheint, dass er mit Theresa Kosen gemeinsame Sache gemacht hat. Was? Was hat denn Theresa Kosen mit so einem Typ wie Frank Römer zu schaffen? Das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall war Theresa Kosen vor 5 Jahren Opfer einer Entführung. Wie bitte? Ja und? Der alte Kosen hat das damals ohne Polizei geregelt. Was heißt geregelt? Ich weiß es noch nicht, Hans. Sag mal, was anderes? Hast du die Telefonnummer von der Cora? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso? Das ist doch eine Zeugin. Jenny? Mist. Du, die Kollegen sagen, Theresa Kosen ist nicht zu Hause. So, rüber da. Theresa, Schatz, was soll das? Den Schatzschmus kannst du dir sparen. Warum? Warum? Warum, fragst du mich? Ich sag dir warum. Weil ich dir nichts wert war, nie. Das ist nicht wahr. Oh doch. Ich war 6 Wochen entführt. 6 Wochen. Du hast nichts unternommen, gar nichts. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe... Du hast nicht gezahlt, du hast nicht die Polizei gerufen. Alles schön unter den Teppich kehren, daran warst du ja schon immer Spitzenklasse. Immer schön den Ruf der Familie aufrechterhalten. Was ist denn damals passiert? Was passiert ist, ist, dass der feine Herr Großen nichts, aber auch gar nichts getan hat, um seine Tochter aus den Händen der Entführer zu befreien. Sie hat meine Tochter entführt. Tja, und ich war auch der Einzige, der für sie da war. Als der hoch angesehene Vater nichts unternommen hat. Frank war der Einzige, der für mich da war. Ich hatte Angst. Mir ging's so beschissen. Und du hast nicht mal gezahlt, so egal war ich dir. Ich wusste doch, dass die blöffen. Blöffen? Die haben nicht geblufft. Die haben das sehr ernst genommen. Zu Ihrer Information, Herr Krosen. Nach 4 Wochen wollten meine Kollegen Theresa einfach umlegen. Aber ich hatte einen besseren Plan. Wir zerstören die Familie Kosen und greifen dabei so viele Diamanten ab, dass wir damit ganz locker bis an unser Lebensende auskommen werden. Ich dachte, du liebst mich. Es tut mir so leid für dich, Kai. Aber du warst schon in der Schule hinter mir her. Und als ich jemanden brauchte, der die synthetischen Diamanten ins Land bringt, da fiel mir ein, du bist doch Stewardess. Du bist doch schwanger. Schwanger? Ich bin nicht schwanger. Frank und ich haben diesen schmierigen Privatdetektiv verfolgt. Und als ich auf den Flughafen kam, da war mir klar, der will zu dir. Was hätte ich denn sagen sollen? Ich bin schwanger. Das erklärt auch alles. Du hast Zarkowski umgebracht? Wir haben ihn umgebracht. Da guckst du, Papa, hm? Was hättest du deinem Töchterlein nicht zugetraut, was? So, genug jetzt mit dem Gequatsche hier.
Lass uns das zu Ende bringen. Fahrradnummer hat ja nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, dich und den braven Kai, den wolltest du doch sowieso nicht als Schwiegersohn. Angezündet. Ihr Sohn war da etwas schwieriger. Philipp war der einzige Mensch, dem ich jemals was bedeutet habe. Ich hätte Philipp nie töten können. Ich habe ihn nur ruhig gestellt, ihn aus der Schusslinie genommen. Du hast sein Leben zerstört. Du hast mein Leben zerstört. Während Sie dachten, Ihr Sohn ist auf Methadon, habe ich dafür gesorgt, dass er weiterhin seinen guten Stoff bekommt. Damit kommt er noch nicht durch. Wieso nicht? Du hast die Diamanten geschmuggelt, weiß die Polizei schon, hast du denen ja selber erzählt. Du wolltest meinen Vater erpressen, also hast du Zarkowski umgelegt. Denn wir wissen doch, dass du an dem Abend nicht mehr nach Frankfurt geflogen bist. Immerhin hattest du noch ein Treffen mit Frank. Und als ich hier ankam, da warst du schon tot, Papa. Geschwind. Du spinnst doch. Und Kai, dich musste ich in Notwehr erschießen. Das werde ich denen schon verklickern. Gar nichts werden Sie uns verklickern. Nehmen Sie die Waffen runter. Sie nehmen die Waffen runter. Sehr witzig, Herr Römer. Hinter Ihnen steht das SEK. Nehmen Sie jetzt die Waffe runter. Ihr lasst mich jetzt hier raus? Sonst knall ich die Irre hier ab. Frank! Das Maul! Aber Frank! Du sollst die Klappe halten, habe ich gesagt. Oh Gott, wie heißt das nochmal in Ihrem Fachjargon? Stockholm-Syndrom. Ja, genau. Sie wissen, wovon ich rede. Hör auf damit. Halt die Klappe. Hier kommen Sie nicht durch. Dann wird das wohl in einem Blutbad enden. Ist das das, was Sie wollten, Frau Kosen? War das wirklich das, was Sie wollten? Oh! Gut. Sehr gut. Jetzt nehmen Sie die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter, Frau Kosen. Kontrolle, ja. Wegen welchem Syndrom nochmal? Stockholm oder Helsinki. Abfahrt. Ein ungeschliffener Taubenblutrubin, von der Sonne aufgeladen, hat heilende Kräfte. Ah, ich spür's. Sag mal, den hast du dann hier einfach mitgehen lassen? Doch. Bitte? Nein, den hat Bernhard Kosen mir geschenkt. Was das Ding wohl wert ist? Keine Ahnung. Hilft bestimmt auch gegen das Unglücklichsein. Hier. Ich bin überhaupt nicht unglücklich. Ja, aber hilft auch gegen das Ticken der biologischen Uhr, habe ich gehört. Na dann. Bei mir tickt doch nichts. Eben. Das ist vielleicht ein Wunschstein. Oh. Wünsch dir was.
Ich wünsch mir einen Krankenbesuch von Cora. Liebes Taubenblut, bitte, bitte sei so gut. Jennys Uhr soll nicht mehr ticken und die Cora soll mich besuchen. Männer. Ich wünsche mir, es hat funktioniert. Was gibt's denn, Mama?